Million Dollar von Plot Blue Viggo Dersuil. Im Frühjahr des Jahres 2015 gab es erste Informationen aus Belgien über einen überragend springenden dreijährigen Hengst aus dem Mutterstamm von Quirličin. Das Interesse der Verantwortlichen des Holsteiner Verbandes war sofort geweckt, als die Offerte dieses dreijährigen Hengstes von Plot Blue Viggo Dersuil Cento abstammend aus der Erfolgsfamilie der Zucht des Joris von Brabander einging. Mit Bravour beendete Million Dollar seine Sportprüfung in Münster-Handorf. In Noten ausgedrückt hieß es 8,8 für das Vermögen und den Gesamteindruck, 8,5 für die Rittigkeit und die Manier und 8,3 für den Galopp, 8,5 als gewichtete Endnote. Fünf- und sechsjährig avancierte Million Dollar zum Seriensieger in Springpferdeprüfung der Klasse L und M unter Ebba Johansson. Der Hengst trägt sich bei nahezu jedem Turnierstart in die Siegerlisten ein und konnte allein in der vergangenen Saison 6 Springpferdeprüfungen der Klasse M gewinnen. Er absolvierte im Dezember 2015 seinen 30-Tage-Test in Schlickau mit einer Rittigkeitsnote von 8,25 und einer Note von 9,75 für die Springanlage. Die Zulassung für die Holsteiner Zucht erfolgte im Rahmen der Januarkörung 2016 in Elmshorn. Die Abstammung ist von sporterprobter Leistungsfähigkeit in seltener Konzentration. Der Vater, Plot Blue, Team-Gold-Medaillengewinner der Weltmeisterschaften 2010 in Lexington, Kentucky. Sieger Weltcup-Finale 2010 gemeinsam mit Küchencurl. Sieger des Top-10-Finales 2009. Der Großvater, Viggo Dersuil, 2010 Sieger im Einzel der WM in Lexington, Kentucky. Urgroßvater Cento, Mannschafts-Goldmedaillengewinner der Olympischen Spiele in Sydney, Sieger des Weltcup-Finales in Leipzig, Sieger des Großen Preises von Aachen. Die Großmutter Daytona de Meuse war unter dem belgischen Reiter Jody Bostels erfolgreich in 1,60 Meter springen und wurde dann in die USA verkauft. Die Urgroßmutter Vallon de Meuse war unter Michel Ecart erfolgreich in Springen von 1,60 Meter, ebenso wie ihre Vollschwester Walnut de Meuse unter Harry Smulders. Die Urgroßmutter Quirličin von Chin-Chin war in internationalen Prüfungen unter Eric Lamas erfolgreich. 2018 avancierte ein Million Dollar Quiet Capitol Fohlen zum Spitzenfohlen der Holsteiner Fohlenauktion auf dem Hamburger Derby und wurde für 26.500 Euro zugeschlagen.